Gott voller Erbarmen, der in den Himmelshöhen thront, gewähre den Seelen der 6 Millionen Juden, den Opfern des Holocaust in Europa, die durch das mörderische Naziregime und deren Gehilfen abgeschlachtet, verbrannt und umgebracht worden sind und ihr Leben für die Heiligung deines Namens geopfert haben, die verdiente Ruhe in Gottes Nähe und im Kreise der Gerechten und Heiligen. Die gesamte Gemeinde betet für ihre Seelen. Möge Gott der Barmherzige sie für alle Zeiten unter seinen Schutz stellen und sie in das Band des ewigen Lebens einschließen. Bei Gott mögen sie Geborgenheit finden und im Garten Eden ihre Ruhe. Und sie werden in Frieden ruhen bis zu ihrer Auferstehung am Ende der Tage. Amen. גדל והתקדש שמי רבה, מעלמא דברכיכותי וימליק מלכותי, בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל, ומגלה בזמן קרי ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדושה ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, למירון ועלמה וימרו אמן.
Yehei Shlam Rabban Shemaya, V'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom Im Rumav, Hu Yaseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gelsenkirchenerinnen, liebe Gelsenkirchner, es sind wahrlich keine einfachen Tage, die wir gerade alle erleben und auch durchleben. Und leider muss sich auch das heute in der Gestaltung unserer Kundgebung zum 9. November widerspiegeln. Gemessen an der Zahl der vor Ort anwesenden Teilnehmer ist dies die kleinste Kundgebung seit langem, vermutlich sogar seit mehr als 5 Jahrzehnten, obwohl unsere demokratische Initiative so mitgliederstark ist wie nie zuvor. Und auch wenn sich dies alles seltsam anfühlt, will ich mich gerade dafür bedanken. Ich will mich bedanken, nicht allein bei denen, die hierher gekommen sind zu unserer neuen Synagoge, sondern genauso herzlich auch denen danken, die sich gerade nicht auf den Weg gemacht haben. Ich sage danke dafür, dass sie zurückstehen und dass sie Rücksicht nehmen. Dafür, dass sie unserer Übertragung im Netz folgen. Und dafür, dass sie heute Abend ein kleines Licht ins Fenster stellen. In Gedanken und im Gedenken der Gelsenkirchener Opfer des Pogroms vom 9. November 1938. Viele Veranstaltungen mussten und müssen in diesem November ausfallen. Das Gedenken an den 9. November aber, das war uns allen rasch klar, das darf und wird nicht ausfallen. Nicht in diesem Herbst und nicht gerade bei dieser Stimmungslage. Und wie die aussieht, brauche ich nicht groß schildern. Wir haben mit Sorge und Staunen auf die USA geblickt in den letzten Tagen, in den letzten Monaten, auf einen Wahlkampf, in dem möglicherweise nicht weniger als die Zukunft der Demokratie auf dem Spiel stand. In einem Land, das einmal so viel dazu beigetragen hat,
die Demokratie auch in Deutschland zu etablieren. Zugleich steckt uns allen noch der Schrecken über die Gewalttaten von Wien und Paris in den Knochen und der Nachhall von Halle, Hanau, Nizza. Es ist gerade zu viel, fast zu viel, was da auf uns einströmt. Doch bei allen Unterschieden gibt es hier ein großes, starkes, gemeinsames Motiv. Den massiven Unwillen und die Unfähigkeit ganzer Gruppen in einer pluralen Gesellschaft gut und gemeinsam zusammenzustehen. Das zeigt sich brutal und unverhohlen bei den eben genannten Gewalttaten. Es zeigt sich aber genauso unverhohlen auch dort, wo Menschen aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft Ressentiments schüren. Und noch etwas Problematisches zeigt sich in diesem Jahr: dass zu viele Menschen keinerlei Berührungsängste haben und zeigen, bei öffentlichen Veranstaltungen Seite an Seite mit ausgewiesenen Rechtsextremen und Antisemiten aufzutreten. Dieses Verhalten zeugt von einer gefährlichen Naivität, um das Mindeste zu sagen. Und es verdeutlicht uns noch einmal etwas sehr Wichtiges. Wir müssen sehr klar machen, dass der Schulterschluss mit Rechtsextremen auf gar keinen Fall und niemals hinzunehmen ist. Und genau deshalb müssen und wollen wir uns daran erinnern, als ganze Gesellschaft, wo wir herkommen und was in unseren Städten schon geschehen ist. Welcher Hass einmal in Deutschland herrschte und wohin er schließlich führte. Dass er gezielt von rechter Seite geschürt wurde. Dass er Millionen Menschen erreichte und dass er Zahlläufe, Mitläufer nicht abschreckte. Und genau deshalb ist der 9. November 1938 nach wie vor so wichtig für uns. Er führt uns vor Augen, was die Folgen von Hass und Hetze, von Antisemitismus und Rassismus sein und werden können. Und wie wichtig Zivilcourage gewesen wäre und wie wichtig sie gerade heute ist. Der 9. November macht uns deutlich: wir alle müssen Verantwortung übernehmen und Gesicht zeigen, täglich neu, heute und in Zukunft. Gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen Stammesdenken, Diskriminierung und jegliche Gewalt. Und wir müssen einstehen, jeden Tag neu, für ein gewaltloses und ein friedfertiges Miteinander. Für Respekt, der nicht mehr selbstverständlich ist. Für eine gute Diskussionskultur. Kurz: für unsere Demokratie. Ja, wir müssen Gesicht zeigen, wir müssen präsent sein, wir müssen Haltung zeigen, in der analogen wie in der digitalen Welt und auch zu Zeiten von Corona. Und dafür werden wir viel Energie und Überzeugungskraft, viel Haltung und viel Bildungsarbeit brauchen. Diese Aufgabe wird uns alle lange begleiten. Sie ist kein Selbstläufer und rasche Lösungen wird es nicht geben können. Aber ich weiß, obwohl wir hier vor der neuen Synagoge nur in einem ganz kleinen Kreis zusammenkommen konnten, es werden sich sehr viele Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener daran beteiligen. Und nicht nur die Menschen aus unserer Stadt. Und dafür, für ihren unermüdlichen Einsatz, für ihre Haltung und für das, was wir gemeinsam gestalten wollen, danke ich Ihnen jetzt schon herzlich. Danke für unser gemeinsames Zusammenstehen. Bye.
sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Die Veranstaltung endet an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heimweg und bitte darum, dass Sie heute Abend im Gedenken an die Opfer ein Licht ins Fenster stellen.